Fußball ist für mich eigentlich mein Leben. Für mich war es das Einzige, was ich kann. Der liebe Gott hat mir Gott sei Dank das Gefühl in die Füße gegeben. Da hat es grandiose Kicker gegeben. Well, that's happiness. Aber ich gewinne die Austria, dann gewinne wieder die Rapid und dann geht es so dahin. Aber am allerliebsten hätte ich es ja schon, wenn ein Kind von mir in Violett spielen würde. Also das erste Idol, das ich hatte, war Helmut Kögelberger. Oder Fiala, Kralle Fiala. Und dann natürlich Herbert Prohaska. Ernst Fiala war der Inbegriff eines offensiven Mittelfeldspielers. Hier legt er ideal für Alfred Riedl auf. Es ist das entscheidende Spiel um die Meisterschaft 1969 gegen Wacker Innsbruck. Und Fiala konnte auch Tore schießen. Bei Austria, wie ich dort hingekommen bin, war natürlich Tralle Fiala, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich jetzt von seinem Status und von der Persönlichkeit her der Größte, der wahrscheinlich bei Austria war. Man hat, also auch die Alten haben den größten Respekt vor ihm gehabt. Und bin halt gekommen so mit blauen Cowboystiefeln, mit einer engen Schnellhosen und so ein Unterleiberl, was damals im Wilden Westen, glaube ich, am Lagerfeuer auch gehabt haben. Und habe ihm die Hand gegeben und er hat nur eine Frage gestellt und gesagt, bist du mit dem Pferd da? Daraufhin habe ich mir eigentlich gedacht, fangt nicht gut an. Fangt nicht wirklich gut an. Fußball ist eine Art Ersatz zu Hause, eine Art Identifizierung mit einer sehr, sehr abstrakten Liebesgeschichte, die in meinem Fall Violett ist. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt worden bin, ob ich weiß, was die Abseitsregel ist oder wann es einen Elfer gibt oder warum es Elfer gibt. Also das ist mittlerweile, es wird zunehmend akzeptierter, dass man als Frau Fußball schaut. Der Fußball, wie wir ihn heute kennen, entstand im 19. Jahrhundert in den Schulen Englands. Im Gepäck englischer Gärtner des Barons Rothschild kam er vor der Jahrhundertwende nach Wien. Sie spielten auf der Hohen Warte im Wiener Bezirk Döbling. Auf den Wiesen im Prater fanden sie ihr erstes Publikum. '94 gründen sie die ersten Clubs, die Vienna und die Cricketers, den Vorläufer der Austria. Aus dem sportlichen Freizeitvergnügen entwickelt sich eine Geschäftsidee. Die Clubs zäunen ihre Wiesen ein, bauen Holztribünen und kassieren für den Besuch der Spiele Eintritt. Spieler bekommen ein bisschen gezahlt, bekommen eine Aufwandsentschädigung. Und da hat es also durchaus zwei Gruppen gegeben. Die eine, die eben gemeint hat, wir sind so die klassischen englischen Amateure. Und die anderen, die gesagt haben, wir wollen für den Fußball auch ein bisschen Geld bekommen. Und die haben sich dann 1911 von diesen Cricketern losgesagt, haben einen eigenen Verein gegründet. Der Wiener Fußball entwickelt sich schnell zur Massenattraktion. Mehr als 100.000 Menschen wollen 1923 das Länderspiel gegen Italien auf der Hohen Warte sehen. Ein neuer Zuschauerrekord. Die Nationalmannschaft ist ein Symbol Österreichs, das Unterhaltung, Hoffnung und Ablenkung vom schweren Alltag in der Zwischenkriegszeit verspricht. Die Inszenierung in dem damals größten Stadion Europas wirkt durchaus modern und ist auch eine Reaktion auf das Interesse der Zeitungen und der Wochenschau am Fußball. 75.000 Menschen besetzen die Naturarena. Die Massen bringen die Wiesen zum Rutschen.
Die Nationalmannschaft setzt sich ausschließlich aus Spielern Wiener Vereine zusammen. Dennoch ist allen Beteiligten selbstverständlich, dass diese Mannschaft für Österreich steht und spielt. Teamchef ist der ehemalige Austria-Trainer Hugo Meisel, der den Fußball in Österreich und Europa revolutionieren sollte. Meisel ist Jude und einer der einflussreichsten Sportfunktionäre in Österreichs Geschichte. Er kommt dann eben auf die Idee, einen Mitropa-Cup zu schaffen, einen mitteleuropäischen Cup, in dem zunächst Vereine aus Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien teilnehmen. 1933 erhält Austrias Kapitän Walter Nausch den Mitropa-Cup-Pokal. Der Starspieler Matthias Sindeler führt die Austria 1936 neuerlich zum Pokalsieg. Der Mitropa Cup ist der erste große internationale Wettbewerb für Vereinsmannschaften, der Vorläufer der heutigen Champions League. Sein Name geht auf den Sponsor, die mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagengesellschaft, zurück. Am Anfang war der Wettkampf beschränkt auf Österreich, Ungarn und die Tschechoslowakei. Er ist die dringend gesuchte Geldquelle für die großen Wiener Clubs. Was diesen Mitropa Cup besonders auszeichnet, ist, dass diesen verschiedenen Clubs aus Budapest, aus Prag und aus Wien, dass denen ein ganz besonderer Stil nachgesagt worden ist. Das ist der Donaustil, das ist der Donaufußball. Das heißt, es wird also sehr schnell gesagt, dass diese drei Nachfolgestaaten der Monarchie einen ganz besonderen Fußball spielen, der sich auch vom englischen, vom französischen Fußball massiv unterscheidet. Und den Wienern hat man ja dann besonders diesen Walzerstil vielleicht nachgesagt. Diesen Stil hat natürlich ganz besonders die Austria gepflegt. Die musikalische Eleganz des Wiener Fußballs geht weit über den Walzer hinaus. Der Walzertänzer hat einen Partner, der Fußballer einen Gegner. Die Eleganz dieses Stils besteht aus Dribbeln und Scheiberln, aus Drehungen und Wendungen, die den Gegner zum Tanzen auffordern und zum Mitläufer degradieren. Willi Schmieger kommentiert das Länderspiel gegen England 1930. Er war der erste Fußballanalyst Wiens. Vor 22 Jahren ist die englische Auswahlmannschaft zum ersten Mal bei uns gewesen. Also gut ist uns damals nicht gegangen und wir sind kräftig geschlagen worden, 6-1. Ich sage wir, denn ich habe damals selber mitgespielt und ich war auch der Glückliche, der das einzige Goal gegen die Engländer schießen können. Ich war sehr stolz damals drauf. Na, zwei Tage später haben sie uns 11-1 geschlagen. Vielleicht hätte ich damals auch ein Goal geschossen, aber ich habe nicht mitgespielt. Doch jetzt kommen die Österreicher, stürmisch begrüßt, Hoffmann, Nausch, Siegel, der Bürgermeister aus Jedler See. Auch sie müssen sich den Fotografen stellen. Haltet euch brav, ihr wackeren Burschen. Und nun die letzte Zeremonie vor dem Spiele selbst. Der Schiedsrichter lässt die beiden Spielführer um die Platzwahl zur ersten Spielhälfte losen. Nahaufnahme, Mutters wirft das Geldstück auf, dessen Fall die Spielführer mit Spannung verfolgen, und schon hat das Spiel begonnen. Bundespräsident Miklas und Bundeskanzler Dr. Schober in der Ehrenloge. Beide verfolgen mit gespannter Aufmerksamkeit den Flug des Balles. Doch die Szene wechselt, wir sind schon wieder auf dem Spielfelde. Die weißen Hemden der Engländer tauchen in bedrohlicher Nähe des österreichischen Tores auf. Ein Sprung, ein Versuch eines Kopfstoßes, es ist misslungen. Die Gefahr ist für Österreich abgewehrt. Was ist denn das, um Gottes Willen? Tandlers Verletzung der Arme ist bei einem Zusammenstoß zu Fall gekommen. Er muss aus dem Spielfeld gebracht werden. Ja, nervös wird, aber was haben wir davon? Hineingetroffen haben die unseren doch nicht. Links und einmal rechts und einmal von links. Einmal erwartet er von Ferdinand Wessely den Schuss und dann wieder von Sieg. Nix ist es. Die Spannung ist aus. Die Österreicher haben wieder daneben geschossen. Die letzten Minuten verlaufen resultatlos im erbitterten Ringen und es bleibt 0-0 unentschieden. »1931 besiegt Österreichs Nationalteam die Schotten, die Miterfinder des Fußballs, 5-0.
Die Begeisterung erreicht nie zuvor gesehene Ausmaße. Zuschauer stellen sich um Fanartikel der Fußballer-Idole an. Eine Zeitung erfindet die Bezeichnung Wunderteam und plötzlich ist die Nationalmannschaft ein Objekt der Liebe und Identifikation für das ganze Land, das sich in einer tiefen Krise befindet. Das Wunderteam setzt zu einem Siegeszug an, der 2 Jahre und 12 Spiele andauert. Die Wiener haben sich das schottische Kurzpassspiel zu eigen gemacht und zum Scheiberln weiterentwickelt. Das Wunderteam ist zu diesem Zeitpunkt die beste Nationalmannschaft des Kontinents. Und ihr Spiel ist ein Triumph der typischen Wiener Spielweise. Eine der größten Spielerlegenden dieser Zeit ist der linke Verteidiger des Teams, der Austrianer Karl Schester. Wir haben mit Herz gespielt, nicht? Weil wenn wir am Platz gegangen sind, wir gerannt 90 Minuten. Das ist einmal die Grundbedienung. Nicht? Und hinten noch, ich war kein Guter. Ich hab's gejagt. Der Mosler, dieser, wenn er einen Hohn gemacht hat, unnötig, oder ist wer da weg gewesen, hab ich einen Player auf 4 gemacht. Nicht? Hab ich's gerannt. Anfang Dezember 1932 brechen Teamchef Hugo Meisel und seine Nationalmannschaft nach London auf, um wieder gegen die beste Mannschaft der Welt, England, anzutreten. Die Massen verabschieden Rudi Hieden, den Nationaltormann, und seinen Teamkapitän Walter Nausch zu ihrem schwersten Gang. Das Match wird als Triumph in die österreichische Fußballgeschichte eingehen, obwohl die Österreicher 3-4 verlieren. Ein Land, das also in Österreich selbst ja kaum für lebensfähig gehalten wurde, das auch in Europa kaum für lebensfähig gehalten wurde, hat über diesen Fußball sich sowas wie eine nationale Identität ein bisschen zulegen können. Das Wunderteam lebt vom Ideenreichtum des Mittelstürmers der Austria, Matthias Sindelar. Er gilt als der beste Spieler in der Geschichte des Vereins und als Erfinder einer neuen Spielart des Mittelstürmers. Er schießt wunderbare Tore, aber manchmal lässt er sich nach hinten fallen, um seinen Mitspielern Tore aufzulegen. Seine Spielintelligenz ist legendär. Hier zieht er sich hinter die Tor-Out-Linie zurück, um einen Abseits zu vermeiden. Sein Spitzname, der Papierene, weist auf seine eher schmächtige Gestalt hin. Sindelar lenkt das Spiel der Austria. Er ist die treibende Kraft hinter den Mitropa-Cup-Erfolgen. Seine Übersicht und Technik hat er sich bei 2 ungarischen Austria-Legionären, den Brüdern Konrad, abgeschaut. Ein Angebot des berühmten englischen Vereins Arsenal lehnt er ab. Er will Wien nicht verlassen. Seine Wendigkeit und sein Trickreichtum sind legendär und machen ihn zu einem Inbegriff des Wiener Walzerstils. Eine typische Sindelar-Szene. Er überspielt Verteidiger und Tormann und passt vor der Tor-Out-Linie zu einem Mitspieler zurück. Tor für die Austria. Dieselbe Szene noch einmal aus der Torperspektive. Sindelars körperloser Spielstil begeistert nicht nur die Massen. Er macht ihn auch zum Liebling der Autoren und Intellektuellen. Ein brillanter Techniker, aber vor allem hatte er ungeheure Einfälle. Wirklich, also, er ist auf Sachen draufgekommen, die nie wieder vorher oder nachher einer konnte. Er war wirklich eine einmalige Erscheinung. Im März 1938 besetzen deutsche Truppen Österreich und unterbrechen jäh Sindelars und des österreichischen Fußballs Lauf. Sindelar ist das große Vorbild von Norbert Lopper, später Sekretär der Austria, der beim jüdischen Verein Hakoa seine Fußballerkarriere beginnt. Wir wussten sofort, dass wir so schnell als möglich weg müssen. Ich kann mich erinnern, an dem Tag, wie die einmarschiert sind, bin ich in Nestro-Kino gewesen,
mit einem Hakor-Spieler, mit dem Herbert Meitner. Und wir haben uns angeschaut den Dibuk. Und während der Vorstellung haben wir draußen die Schreierei gehört, wie die mit den Lastwagen die SA gefahren sind, mit den Fahnen. Und man hat den Film unterbrochen und man hat uns einzeln aus dem Kino hinausgelassen. Und so sind wir verschwunden und draußen auf der Straße sind die mit den Lastwagen gefahren und haben gejubelt, die Nazis. Und da haben wir gewusst, jetzt muss man weg. 3 Wochen nach dem Anschluss inszenieren die neuen Machthaber im Wiener Stadion das Versöhnungsspiel zwischen Deutsch-Österreich und Deutschland. Auf der Tribüne sitzt die NSDAP-Prominenz um Reichssportführer und Gauleiter. Kapitän der Österreicher ist Matthias Sindelar. Es ist sein letzter Auftritt im österreichischen Nationalteam. Das Spiel im Wiener Stadion soll die Verbundenheit des deutschen und österreichischen Volkes und Sports bekräftigen. Die Spieler gehen voll zur Sache. Nach Freundschaftsspiel schaut es nicht gerade aus. Sindelar schießt das erste Tor. Es soll eine Anweisung der neuen Machthaber gegeben haben, unentschieden zu spielen. Wenn es sie gab, so halten sich Sindelar und seine Mannschaftskollegen nicht daran. Karl Schester schießt das zweite Tor. 2:0 für Deutsch-Österreich. Der Wiener Fußball, schreiben die Wiener Zeitungen, habe seine Überlegenheit bewiesen. Die Nazis setzen einen gigantischen Werbefeldzug für die Volksabstimmung im April 1938 in Bewegung. Prominente Sportler und Sportzeitungen werden eingespannt. Bei der Volksabstimmung sagen 99,7% der Österreicher Ja zum Eintritt ins Deutsche Reich. Sindelar leitet unter anderem mit Hans Mock, dem Austria-Mittelfeldspieler und einzigem NSDAP-Mitglied in der Mannschaft, die Austria. Der aus Juden bestehende Vereinsvorstand ist vertrieben. Sindelar erwirbt ein arisiertes Kaffeehaus. Er ist 35 Jahre alt und bereitet den Ausstieg aus der Fußballerkarriere vor. Im deutschen Team spielt er kein einziges Mal. Ende Jänner 1939 stirbt er mit seiner Verlobten unter ungeklärten Umständen in seiner Wohnung. Zum Begräbnis strömen tausende Wiener. Schester und Mannschaftskollegen tragen den Sarg. Die Diktatur der Nationalsozialisten militarisiert das Gesicht der Stadt. Uniformen und Kriegsgerät werden ein alltägliches Bild auf den Straßen. Soldaten sammeln für das Winterhilfswerk zugunsten bedürftiger Volksgenossen. Im September 1939 überfällt Hitler Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Norbert Lopper flüchtet nach Brüssel und heiratet dort seine Freundin Rebecca Zieger. 1942 wird das Paar nach Auschwitz deportiert. Seine Frau wird umgebracht, wie Loppers Vater und Bruder. Er selbst überlebt das Konzentrationslager knapp. Wie wir angekommen sind, haben wir es erst im Lager erfahren, dass es Auschwitz ist. Wir sind an der Rampe angekommen, die Frauen und Männer getrennt worden, der Rampe und sortiert worden. Also wir sind also durch eine Kommission gegangen, Beruf, Alter gefragt und sind dann, die Frauen sind dann abmarschiert. Ich habe noch meine Frau gesehen mit der Schwester, wie sie marschiert sind nach Birkenau. Das bin ich hier, das ist Hans Scholl, der Unterkapo und hier ist der Oberscharführer Höckert, der mich dort halbtot geschlagen hat. Der Fußballbetrieb bietet den Menschen die Flucht in eine Nebenwelt, die, ob Krieg oder Frieden, ihr Eigenleben bewahrt.
Schon im Dezember 1945 organisiert man ein Match gegen die Mannschaft der Besatzungsmacht Frankreich. Das erste Nachkriegsländerspiel im Praterstadion sah Frankreichs Elf als Gast der Österreicher. Trotz schlechten Wetters kamen zahlreiche Ehrengäste und 55.000 Zuschauer. Die französische Mannschaft. Die österreichische Elf. Das Spiel stand vom Anstoß weg im Zeichen des klassischen Wiener Fußballs. Die Franzosen versuchten durch Schnelligkeit das Spiel an sich zu reißen. Sie schossen auch das erste Tor. Doch dann ging Österreich klar in Führung. Drei Tore von Decker, eins von Neumer stellten das Schlussergebnis von 4:1 sicher. Damit hat sich Österreichs Fußball gleich in seinem ersten Länderspiel wieder durchgesetzt. Und Austria und Rapid spielen 1948 wieder im Cup-Bewerb. Rapid und Austria gegenüber. Die 53.000 Zuschauer sahen einen temperamentvollen Kampf. Rapid, dunkles Dress. Nach der 34. Minute führt Austria mit 1:0 und wenig später erhöht der glänzend aufgelegte Melchior auf 2:0. Nun setzt Rapid alles ein. Bimbo Binder passt einen Freistoß zu Ströll, der einschießt. Mit 2:1 für Austria geht es in die Pause. Nach der Pause ist Rapid wieder im Angriff, aber es gelingt Melchior für Austria ein drittes Tor zu erzielen. Dann verkürzt Rapid auf 3:2. Das Spiel wird nun schnell und hart. Kurz vor Schluss verhängt der Schiedsrichter einen Elfmeter gegen Rapid wegen Handspiels. Stroh schießt unhaltbar ein. Die 50er Jahre sind das letzte Jahrzehnt, in dem Wiens große Vereine unangefochten den österreichischen Fußball dominieren. Hans Buzek kommt Anfang der 60er Jahre von der Vienna zur Austria. Der elegante Mittelstürmer spielt bei allen großen Wiener Vereinen. Für die Austria schießt er die meisten Tore. Mit Horst Nemetz bildet er bei der Austria und 1960 beim 3:0 über Spanien das Stürmerduo. Für Buzek, aber der Buzek stürzt, wie er das so gerne tut. Gegenstoß der Spanier, Perida. Und da die Österreicher, Hof für Buzek. Buzek führt das Leder jetzt hinein in die gegnerische Hälfte, wird angegriffen und fällt hin. Der Ball aber bei Nemetz. Ein kraftvoller Durchbruch des neuen Rechtsaußens, eine Flanke und Ramajetz hält bravourös. Dann ein Freistoß für Österreich. Von Hof, Buzek per Kopf, Senekovic ein Spitzler, 1:0 führt Österreich. Nach der Pause drängt unsere Mannschaft weiter. Hof mit dem Ball am Fuß, abgespielt zu Buzek, ein vielversprechender Angriff. Von Buzek wieder zu Hof, Hof zu Buzek, der bricht durch und wird diesmal gefoult, aber es gibt keinen Elfmeter. Eine Minute später fällt gewissermaßen zum Drüberstrahlen noch ein dritter Treffer. Abgespielt für Buzek, der für Hof, der Kopf, eine Fußballsensation. Spanien in Wien 3:0 geschlagen. Der Vater ist mit mir auf die halbe Art gefahren zum Training. Mit der kommt der BMW. Mit Beiwohnung, kannst du nicht. Samstag, Sonntag sind wir, die Mutter und ich bin am Sozius gesessen, die Mutter ist im Schieferl gesessen, weil unter der Woche ist er das Schieferl runtergenommen und hat die Kisten gehabt, weil er am Markt gefahren ist, einkaufen fürs Gemüsegeschäft. Na, die waren gut, die Russen, die haben gesehen, dass ich gehe, haben sie mitgekriegt in der Panzergasse. Weil da waren ja keine Auto, nichts. Und ich hab da auf die Wand gespielt mit dem Fußball. Ich habe das Geschäft gehabt und waren die Russen vorbei. Habe ich gedacht, der hat mit mir mitgespielt auf der Kosten. Da hat es ja kein Auto gegeben. Ja, Auto hat es gegeben vom Fleischhocker, ein Auto und mein Vater sein Motorrad mit bei war. Die Nachkriegszeit bedeutet auch für Wiens Fußball Aufbauarbeit.
Stars wie die Austrianer Otzwirk und Auretnik werken neben den Rapidlern Hanapi, Happel und Zehmann im Nationalteam. Wieder ist das Wiener Stadion ein symbolischer Zufluchtsort vor den Sorgen des Alltags. Wiederum gelten Siege der Fußballer als Indiz für die Kraft und Überlebensfähigkeit des kleinen Landes. Und wenn die Österreicher durch ein Tor des Austrianers Melchior Italien besiegen, das ein paar Jahre zuvor noch Kriegsgegner war, herrscht für ein paar Stunden Zuversicht in Stadt und Land. Im Jänner 1945 befreit die Rote Armee das KZ Auschwitz. Norbert Lopper hat überlebt. 1954 kehrt er nach Wien zurück. Er steht in seinem 3x3 Quadratmeter Kämmerchen mit seinem Telefon und organisiert von dort die ganzen Geschicke dieses Riesenfußballclubs Austria Wien. Das macht er vom Kaffeehaus aus. Norbert Lopper war natürlich die graue Eminenz immer bei der Austria. Er war, als ich bei der Austria als Spieler tätig war, war er der Sekretär. Eigentlich aber das Mädchen für alles. Nachdem meine Familie in Wien war, habe ich mich auch entschlossen, nach Wien zu gehen. Und habe dann in Wien dann begonnen, beim Fußballclub Austria als Sekretär zu arbeiten, bis 1985. Ernst Otzwirk gilt in seinen italienischen Jahren bei Sampdoria Genua als der beste Spieler der Welt und wird zum Kapitän der Weltauswahl gewählt. Mitte der 60er Jahre kehrt er aus Italien zur Austria zurück. Um sich neben dem unsicheren Fußballgeschäft finanziell abzusichern, eröffnet er in Wien eine Tankstelle. Otzwirk, na klar, viele erinnern sich noch an die Tankstelle beim Westbahnhof. Otzwirk, wir fahren zum Otzwirk tanken. Nicht so ein eleganter Fußball, auch der Steuersball, der dann in Frankreich gespielt hat, der wurde Ballerina genannt. Das hat ja jeder seinen Namen weggekriegt. Torabstoß vom Tor der Österreicher. Ernst Steuersball war ein begnadeter Dribbelkünstler der Wiener Austria. Hier ein Gusto-Stückerl aus einem Länderspiel gegen Deutschland, das trotzdem 0:2 verloren ging. Und schon hat der Mebo stehen gelassen. Zieht jetzt in Richtung deutsches Tor. Steuersball rein in die Mitte und zwar. Uiuiui, aber Turek ist da. Eine Beruhigungsspiele, mein Herr. Da kommt der Ball auch schon rein. Abgewehrt von Turek, aber Steuersball schießt. Aber daneben. Es ist wie zum Verzweifeln. Immer noch steht es 0:0. Die Presse hat Hochbetrieb. Es wird gearbeitet, dass nur so die Maschinen rauchen. Und die Berichte gehen in unzählige Redaktionen. 0:0 zur Pause. Und jetzt ein Freistoß für Österreich. Otzwirk ist am Ball, schießt ab, aber schiebt nur zum Steuersball. Und der schießt aber daneben. Eine 150-prozentige Torschance ist leider Gottes vernebelt worden. Das war toll, da war ja eine tolle Mannschaft. Der Freil im Goal, der Stotzkarli, ne, der Gaga vorne der Nemetshorstl, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Weil der, normal sind sie eifersüchtig gewesen. Aber der Horstl war so ein feiner Bursch, der ist ausgewichen immer auf rechts. Oder links, und da haben wir zwei die gleiche Situation gehabt als Mittelstürmer, haben wir sie eigentlich irrsinnig gut verstanden. In der zweiten Hälfte kommt Hof besser ins Spiel. Steilpass für Senekovic. Senekovic links außen, überspielt den Verteidiger Gracia, spielt wieder zu Hof. Hof jetzt zu Nemetz und Nemetz Schuss, kein Tor. Angeblich faul am Torhüter. Aus der Nähe dieselbe Situation. Schaut eher nach Tor aus als nach Foul. Es bleibt jedoch beim 1:0. Olympiasieger unter sich. Und Otzwirk sehr kritisch. Ich habe eine Geschichte gemacht einmal über den Horst Nemetz. Und bei dem Porträt über ihn habe ich auch seine Mutter gefragt, was sie von ihrem Sohn. Sagt, ja, der Horstl da. Sag ich, na, was war für sie das Größte? Sagt sie, ja, mein Gott, na, das Spiel gegen die Tschechoslowakei. Herr Bogorski, was soll ich Ihnen sagen im Stadion? Also, der Freidl schießt aus und der Hosenkopf hat verlängert. Und der Horstl ist von hinten allein durchgerannt mit dem Ball, hat vier Tschechen überspült und hat eingeschossen. 3:2, der Endstand, Herr Podgorski, 3:2 für Österreich. 80.000 Leute sind im Stadion aufgesprungen und haben geschrien, bravo, 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 Frau Nemetz. Das Mutterglück im Fußballstadion. Hanapi führt den Ball zu Putzek.
Noch einmal Buzek. Jetzt setzt sich der Mittelstürmer herrlich ein. Und noch einmal Buzek. Da ist Nemetz durchgebrochen. Eine herrliche Gelegenheit. Schuss, Tor. 3:0 für Österreich. Das ist bereits die Entscheidung. Ja, der Buzek war eine Galionsfigur, war der Ossi. Der ist ja aufgetreten überall. Aber ich habe mit ihm sehr gut verstanden. Der hat schöne Lochpass gemacht, lange. Und da haben wir sie immer mit Nemetz so ein bisschen postiert, einer links, einer rechts. Und da sind die Lochpass gut angekommen. Trainer Oss Wirk und Clubsekretär Lopper stellen Ende der 60er Jahre eine Austria-Mannschaft zusammen, die zweimal Meister wird. Der hat natürlich auch diese neue Methoden von Italien mitgebracht. Also das war alles neu, ein kurzes Training. Du hast selber viel machen müssen. Das heißt, wenn ich heute um 16 Uhr Training war, hast du um viertel über drei Schauen Platz sein müssen. Da hast du deine Bälle zugespielt oder Hösche oder was weiß ich. Und dann war es wieder aus. Nicht? Ich bin Austria-Anhänger, aber es gibt, glaube ich, nichts zu sagen. Man sollte Ozirk also regieren lassen, so wie er es meint, und nichts reinreden. Ne? Vor jedem Spiel in Neuwerdeck beim Essen hat es immer einen Wein gegeben. Und kein Wasser und sowas, nichts. Nicht? Und natürlich, das in die Trainingslager war es sehr schwierig. Also da haben wir dann schon geschaut, dass wir irgendwo Wasser erwischen, Hydranten aufreißen oder so irgendwas. Also das war schon, wir waren in Eisenstadt immer im Trainingslager, da hat es gegeben, 2 Achtel Wein am Tag. Das war in heutigen Sicht zu wenig, aber damals war halt das so. Und er hat das war das Italienische, nicht? Das was er von Italien, die Spieler haben ja da unten auch nur einen Wein gekriegt. Nicht? Der Ozwick ist ein guter Trainer, aber er hat in Riedl zu spät eingebaut. Und auch die anderen Jugendspieler, was sind. Man muss heute fördern, die Jugend, und nicht Leute kaufen von Ausland. Es hat ja damals auch immer das gleiche Essen gegeben und das war ja alles gleich. Nicht? Also Naturschnitzel mit Reis war sehr gefragt. Ja, oder mal ein Steak. Nicht? Also was man heute nicht mehr isst, weil das ist 6 Stunden im Magen. Ja, also es waren schon ein paar Sachen, aber okay, das war zu unserer Zeit, da war es halt noch nicht so wissenschaftlich. Nicht? Rechts außen, Tommy Paritz tanzt Rapids Verteidigung aus. Später wird er mit der Austria als Trainer Meister. Die Austria schlägt Rapid 1969 6:0. Pepe Hickersberger schießt 3 Tore. Nach langer Zeit wieder einmal vollbesetzte Ränge im Wiener. Die Austrianer Paritz, Hickersberger und Tormann Friedel Consilia machen auch im österreichischen Nationalteam Karriere. Die Österreicher, wie gewohnt in weißen Leibchen, zeigen wenig Respekt vor dem Weltmeisterschaftszweiten. Schöner Pass von Starek zu Edmeier. Und bei den Italienern schließt sich die Abwehr sofort zu einer dichten Mauer. Wieder Starek. Foul. Das Star-Ensemble aus Italien hat keinen so starken Gegner erwartet. Starek gewinnt das Duell gegen Rivera und schon wieder rollt ein Angriff gegen das italienische Tor. Raffinierter Ball von Starek. Der Tormann ist nicht zu bezwingen. Warnung für Österreichs Abwehr. Der berühmte Riva schießt. Freistoß für Österreich. Prachtschuss von Paritz. Tor 1:1. Da war Albert Cosi machtlos. Riesengefahr. Riva schießt Volley. Consilia ist auf dem Posten. Corner für Italien. Die Abwehr bringt den Ball nicht weg. Consilia vermag nicht einzugreifen. Mazzola ist ungedeckt. 2:1 für die Italiener. Das ist bitter nach einer Periode guter Angriffe der Österreicher. Ernst Ozwirk hat mich schon von seiner Persönlichkeit und von seinem Auftreten überzeugt, dass die Austria der richtige Verein für mich ist. Die Austria war eine Mannschaft, die heute würde man sagen, Kombinationsfußball, Ballzirkulation halt im Vordergrund hatte. Und Rapid hat viel schneller nach vorne gespielt mit langen Bällen. Rapid war auch viel härter und zweikampfstärker, als die Austria es je war. Und da haben sich die
Spielstile ganz einfach angepasst, ja, an den internationalen Fußball. Das Derby Austria Rapid ist die Kraftkammer des Wiener Fußballs. Die Stile mögen sich angepasst haben, die Gemüter aber laufen regelmäßig heiß. Wie bei diesem Aufeinandertreffen von Didi Kübauer und Andreas Okris. Das Entscheidende war immer da, diese Rivalität, die war immer da, da hat es geheißen, die Geschäftsleute und die Zinöler und so halt nicht. Und auch die jüdische, wir haben ein paar früher halt im Vorstand gehabt, nicht? Haben gesagt, das ist der jüdische Verein. Wer dem Derby seinen Stempel aufdrückt, hinterlässt seine Spur in der Wiener Fußballgeschichte. Wie Peter Stöger oder Toni Polster, der 120 Tore für die Austria und 95 für das Nationalteam schoss. Mehr als jeder andere. Und wer das Derby gewinnt, wird dann oft auch Meister. Die Austria bisher 24 Mal. Bei Austria war es sehr schwierig. Also, es sind nur technisch gute Spieler verpflichtet worden. Also wenn einer nicht, wie es so schön heißt, nicht kicken kann, keiner, der muss zu Rapid gehen. Also, und das hat mir einfach entsprochen, weil ich durch mein läuferisches Vermögen, durch meine Schnelligkeit, habe ich natürlich dann die Bälle auch gekriegt, die man braucht. Und die Technik hat einen Namen. Ich bin Frau Hasker Herbert, 17 Jahre. Und mich hat mein Vater zum Fußball gebracht und ich habe halt ich glaube, dass er ein guter Fußballer vielleicht wird. Herbert Prohaska wächst ab 1972 in die Rolle des Spielmachers hinein. Und manchmal schießt er sogar Tore. Seine Tugenden sind Übersicht und Ruhe am Ball. Und wie Sindelar und Oswerk lädt er seine Mitspieler zu Toren ein. Trainer Karl Stotz baut sein junges Genie in eine erfahrene Mannschaft ein, die sich zur dominierenden Kraft im Land entwickelt. 5 Meistertitel in 6 Jahren, dazu ein Europacup-Finale. Prohaska geht für 3 Jahre nach Italien, wird dort mit AS Roma Meister. Und als er 1983 zur Austria heimkehrt, geht es wieder los. Die Austria schafft wieder 3 Meistertitel hintereinander. Der ungarische Stürmer Tibor Nilasi wird Austrias Publikumsliebling. Toni Polster wird 3-mal Torschützenkönig. Trainer Hermann Stessel ist für 4 Titel verantwortlich. Lopper und Stotz, die haben mir das Gefühl gegeben, dass ich ein guter Fußballer bin und dass die Austria unbedingt mich haben will. Und das hat natürlich geschmeichelt. Der dünne Tänzer aus Simmering sammelt 7 Meistertitel mit der Austria und erzielt ein ganz wichtiges Tor im Nationalteam. Ja, Nationalteam war natürlich unglaublich, weil ich so in meiner Kindheit meiner Mutter immer gesagt hat, du spiel ich einmal. Und die hat immer gelacht. Und da habe ich gesagt, nein, du wirst schon sehen, du wirst mich sehen im Fernsehen. Am 30. Oktober 1977 spielt Prohaska in Österreichs Nationalteam in Izmir gegen die Türkei. Stangelpass von Krankl auf den mitgelaufenen Willi Kreuz. Ich bin ein Stück weiter hinten mitgelaufen. Fatih Terim hat sich mit einem unglaublichen Einsatz in diesen Ball geschmissen und hat ihm dankenswerterweise mir vor dem Spitzling lassen. Und dann war er da. Teamchef Helmut Zenekovic bejubelt das Tor des 22-jährigen Prohaska. Der ist in die Mannschaft gerutscht, weil Peppi Hickersberger Tage zuvor der Blinddarm entfernt worden ist. Beim Schlusspfiff steht fest, Österreich fährt 1978 nach 20 Jahren wieder zu einer Weltmeisterschaft. Mit einem Schuss katapultiert sich Prohaska in die Weltarena.
Spitze ist die Schuhspitze. Und eigentlich ist es ein verpönter Schuss in Wahrheit, weil man hat immer abfällig gesagt, so die, die nicht gut Fußball spielen haben können, das sind Spitzkicker. Bei mir war es halt so, dass ich den Ball nur mehr mit dem Spitz spielen habe können. Und ja, und das ist natürlich dann, nachdem es uns nach 20 Jahren nach Argentinien gebracht hat, ist der Spitz natürlich in die Geschichte eingegangen und war mir damals sehr recht. Weil auch für mich dieses Tor ein bisschen so international, auch ein bisschen in Europa gespielt wurde, gezeigt wurde. Und ich glaube, dass das dann damals meinen Bekanntheitsgrad auch international sehr erhöht hat. Im Wiener Stadion gewinnt die Austria 1978 das Semifinale des Europacups der Cupsieger im Elferschießen gegen Dynamo Moskau. Prohaska verwandelt einen der Penaltys. Es ist der größte Erfolg der Nachkriegsgeschichte, obwohl die Austria das Endspiel gegen Anderlecht 0:4 verliert. Und Austria ist im Finale! 10 Jahre später fordert Präsident Joshi Walter neue Anstrengungen. Dass wir wieder Meister werden und das schönste Geschenk, das wir uns selbst oder dass die Mannschaft im Club machen könnte, zum Zeitpunkt des 80-jährigen Bestehens den Meistertitel zu holen. Prohaska wird nach dem Ende seiner Spielerkarriere Trainer der Austria und führt sie zum Cupsieg. Peter Stöger spielt in dieser Mannschaft. Als Trainer führt er 2013 die Austria zum bisher letzten Meistertitel. Danach geht er nach Köln. Die Austria spielt im Herbst darauf in der Champions League. Fußball macht nicht nur froh. Manchmal macht er auch zornig. Am Rande der Derbys gegen Rapid kommt es regelmäßig zu gewalttätigen Ausschreitungen. Fanblocks im Stadion sind ein unverzichtbarer Teil des Spiels. Sie machen Stimmung. Pyrotechnik sorgt für eine malerische Kulisse. Im rauschhaften Erlebnis unter Gleichgesinnten geht aber manchmal der Respekt vor dem Gegner verloren. Die Austria hat seit einigen Jahren ein veritables Problem mit Neonazis in der Kurve, was natürlich speziell für einen Club mit einer jüdischen Tradition im Hintergrund vollkommen absurd ist, aber was natürlich auch insgesamt komplett inakzeptabel ist. Es ist eine gefährliche Situation, weil alles rechts gerückt ist, nicht? Die ganzen Länder verändern sich, nicht? Und auch die rechten Partien kommen jetzt da und Rassismus kommt jetzt wieder. Also Wir nähern uns wieder dem, wie es schon mal war. Ne? Diese Rechtslastigkeit bei der Austria ist natürlich umso spannender, weil die Koffer natürlich wissen, dass das ganz besonders provokativ ist bei diesem Verein. Ne? Und da geht es ja, glaube ich, nicht um ein wirkliches politisches Statement gegen was, sondern um sich auch eine Nische der Aufmerksamkeit zu sichern. Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn bei der Bundespräsidentschaftswahl fast die Hälfte den Kandidaten der FPÖ wählt, dann wäre es eine Illusion zu glauben, dass sich das nicht dort widerspiegelt, wo große Gruppen der Bevölkerung zusammenkommen. Seit einigen Jahren kooperiert die Austria mit dem USC Landhaus. Gemeinsam haben die Clubs eine schlagkräftige Frauenmannschaft auf die Beine gestellt. Sie ist Vizemeister und hat im Unterschied zu den Herren eine Chance, in der Champions League mitzuspielen. Frauenfußball tritt seit einigen Jahren Schritt für Schritt aus dem Schatten der Männer. Österreichs Damen-Nationalteam wurde bei der Euro 2017 Vierter. Es wird zunehmend akzeptierter, dass man als Frau Fußball schaut. Und ich hoffe, dass das die EM letztes Jahr mit dem tollen Erfolg der Österreicherinnen auch was dazu beigetragen hat, dass auch Frauen, die Fußball spielen, immer akzeptierter werden. Die Frauenmannschaft ist auch ein Bekenntnis der Austria zur eigenen Geschichte.
Matthias Singeler hat den Frauenfußball schon vor 80 Jahren gefördert. Der Fußball war ein Bubenspiel, doch die Grenzen zwischen den Geschlechtern werden durchlässiger. Mädchen interessieren sich für das Spiel und große Clubs interessieren sich für Fußballerinnen. Eine neue Chance für den Fußball und die Austria. Ich wünsche mir, dass das einfach in 20 Jahren ganz normal Fußball ist. Dass eine Frauenbundesliga gleich existiert, gleichberechtigt existiert mit einer Männerbundesliga. Dass es vor allem einmal ein Derby Austria-Frauen gegen Rapid-Frauen gibt. Das wird wirklich höchste Zeit. Der Wandel der Gesellschaft vergisst nicht auf den Fußball. Der Anteil der weiblichen Zuseher im Stadion wächst. Die Clubs haben sie als eine wichtige Zielgruppe in ihre Marketingmaßnahmen aufgenommen. Für die Frauenfußballerinnen hat der österreichische Fußballbund vor ein paar Jahren ein Leistungszentrum eröffnet. Die Austria wohnt seit mehr als 40 Jahren am Verteilerkreis in Wien-Favoriten. 2017 hat sie sich dort ein neues Haus gebaut. Es soll die Austria vor finanziellen Krisen schützen. Ein Sündenfall wie die Rettung durch Frank Stronach soll nie mehr vorkommen. Frank Stronach war kein Sündenfall der Austria und auch der Börsengang von der Rapid war kein Sündenfall, sondern das waren einfach verzweifelte Reaktionen, um diese Hegemonie, um diese Vorherrschaft des Wiener Fußballs aufrechtzuerhalten. Die neue Generali Arena kostet 42 Millionen Euro und bietet jeden Komfort eines modernen Stadions. Wie wir wissen, momentan ist ja die Austria durch Stronach irgendwie vom Konkurs gerettet worden. Das heißt, es hätte durchaus möglich sein können, dass die Austria denselben Weg geht wie die Rangers. Auf der anderen Seite, diese Politik von Hire and Fire, was also Spieler betrifft, oder das Zusammenkaufen aus der eigenen Liga, dieses Widerliche, wie es Bayern auch macht, das war schon ein großer Imageschaden für die Austria. Bei allen Erfolgen, aber die Sympathie hat, glaube ich, sehr gelitten. Und der Satz, Geld spielt nicht Fußball, ist natürlich Blödsinn. Also diese Vorgänge beweisen, dass dieser Satz sehr wohl stimmt. Es wird immer mein Verein sein, egal. Also ich hoffe, sie tun es nicht, aber die könnten zweimal hintereinander ansteigen und die Austria hätte noch immer für mich das Gleiche. Die gleiche Bedeutung wie von ersten Tag an.